Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich dachte mir, ich drehe das Intro jetzt mal ganz kurz so. Heute ist Donnerstag und ich habe frei immer donnerstags von der Uni. Und deswegen dachte ich mir, ich fahre jetzt mal in die Stadt mit meinem Freund und ein bisschen Shopping oder besser gesagt Window-Shopping machen. Ich wollte vielleicht ein bisschen Deko kaufen, so Herbst-Deko für mein Zimmer oder vielleicht eine neue Bettwäsche. Je nachdem, schauen wir mal. Und ja, es ist total schönes Wetter heute. Ich freue mich nochmal ein bisschen dünnere Sachen anzuziehen. Ich glaube, ab nächster Woche soll es wieder kälter werden in Köln. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Vlogtag und ich hoffe, ich kann ein bisschen was Interessantes filmen. Zu Hause. Es war leider super voll in der Stadt. Ich verstehe nicht, warum es auch in der Woche mal so mega voll ist manchmal, wo ich mir denke, arbeiten die Leute nicht? Ich habe auch einiges gefunden. Und zwar Zeit für den Haul. Wie ihr vielleicht seht, ich habe das erste schon an. Ich hatte ja eben, glaube ich, schon erzählt, dass ich mega der Harry Potter Fan bin und ich habe mir hier so ein mega süßes Gryffindor T-Shirt gekauft. Ja, ich fange mal mit den Primark Sachen an. Und zwar habe ich mir als erstes zwei Kissen gekauft. Also das ist so ein bisschen Home-Haul, was ich gerade mache. Ich habe einige Interior-Sachen gekauft. Und zwar wollte ich einfach so ein bisschen petrolfarbene Sachen haben für den Herbst, weil ich mir dachte, das sieht sehr herbstlich aus. Und ja, da habe ich mir diese zwei Kissen hier gekauft. Die haben jeweils 3 € gekostet im Sale. Also billiger geht es ja wohl wirklich nicht. Und ja, ich fand die super schön und ich muss da mal gucken, wie ich die genau style. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich irgendwie mit einem weißen Bettzeug oder so oder einem grauen. Da wollte ich vielleicht bei H&M nochmal gucken. Ich wollte heute eigentlich auch zu H&M Home, aber weil der H&M Home auf der Schildergasse ist, nee, auf der Hohenstraße, und da hatte ich keine Lust, da noch hinzulaufen, bin ich da doch nicht hingegangen. So, dann habe ich mir das hier gekauft. Hat eigentlich nichts mit Harry Potter zu tun, aber lustigerweise passt es sogar. Das ist so ein aufstellbarer Blitz, den man halt so beleuchten kann. Und ich fand das irgendwie ganz cool. Ich zeige euch das mal, warte. So sieht das dann ungefähr aus. Und ja, ich fand es eben ganz lustig, so als Deko irgendwo. Ich guck mal, wo ich es hinstelle. Das hat 11 € gekostet. Dann, auch sehr cool, habe ich mir so ein Light Sign gekauft. So, da. Also so sieht das aus, wenn man es anmacht. Und das kann man eben auch an die Wand hängen. Und ich habe halt überlegt, ob ich das da oben irgendwo über mein Bett vielleicht hänge. Und ich glaube, das war es auch schon mit den Interior-Sachen. Ah ja, genau. Und dann kommen wir zu den Harry Potter-Sachen. Und zwar habe ich mir da das hier mitgenommen. Fand ich total süß. Auch so, weil es halt schön aussieht, nicht nur wegen dem Spruch. Und genau, das kann man dann irgendwo an die Wand vielleicht hängen. Eben das T-Shirt, was ich anhabe, dann diesen Beutel hier, fand ich auch total witzig. Don't let the muggles get you down. Total süß. Und dann auch noch einen Schlafanzug und der ist echt, der ist einfach Hammer. Also die meisten halten mich jetzt wahrscheinlich für verrückt, aber ich fand es einfach total süß. Und zwar ist das so ein Plüsch-Pyjama und da steht halt einmal I'm off to Hogwarts auf dem Oberteil. Und auf der Hose, also es ist auch aus so einem Plüschi-Stoff, sind halt, ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Doch, ich glaube schon. Hier ist halt so Gleis 9, 3 Viertel, Schnatz, Brief, hier das Zeichen der Heiligtümer und dann halt so die ganze Hose entlang. Und ich fand die Hose auch so einfach ganz süß, so zum Chillen. Richtig kuschelig. Ja, das habe ich bei Primark alles gekauft. Der Schlafanzug hat... Mal gucken, 13 € gekostet und dieses Schild 2 € und die Tasche 4 €. Also, ja, ist halt eben Primark. Eigentlich, wie gesagt, kaufe ich nicht mehr gerne bei Primark ein, weil ich das nicht so gerne unterstützen möchte, aber solche Sachen fand ich halt
einfach toll und deswegen musste ich sie jetzt auch mal mitnehmen. Und dann war ich bei H&M und habe mir so ein Jumpsuit für Halloween gekauft oder beziehungsweise generell zum Feiern gehen. Den fand ich ganz schön. Der ist aber aus dieser Halloween Collection, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Der glitzert so. Jetzt, ja, doch, jetzt sieht man es, glaube ich. Und ist halt aus so einem Samtstoff und hat so einen schönen Ausschnitt. Und der hat 25 Euro gekostet. Und ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, wundert euch nicht, aber mein Akku ist gleich leer. Und dann habe ich mir noch bei Bershka so eine Straight Leg Jeans gekauft. Die fand ich auch richtig cool, die war auch im Sale, ich glaube für 15 Euro. Und ja, die ist halt so hoch geschnitten und hat dann wirklich so ziemlich gerade Beine und ist unten halt so, ja, ausgefranst und hat dann irgendwie so den perfekten Jeans, das perfekte Jeansblau. Also ich fand die von der Farbe her richtig schön. Ich habe schon eine, die so ähnlich ist, aber die ist halt wirklich so richtig locker. Also so eine richtige Mom-Jeans oder, nicht Boyfriend, eher so eine Mom-Jeans. Also richtig cool und wie gesagt, Sale, kann man ja nichts sagen. Und weil wir gerade schon beim Haul sind, ich habe was bei Victoria's Secret bestellt gehabt. Am Freitag oder Samstag? Ich glaube am Samstag. Und es ist heute angekommen. Und das Einzige, was blöd ist, sie haben einen falschen Pulli. Also es war ein falscher Pulli dabei. Und zwar der hier. Ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe eben nochmal gecheckt. Ich habe den richtigen Pulli bestellt, aber habe leider den hier bekommen. Also ich finde den jetzt nicht hässlich, aber den ich haben wollte, der war halt eigentlich weiß und hatte halt so schwarze Applikationen und sah halt auch anders aus. Also da stand halt hier so groß was drauf. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich da beschweren kann, ob man das jetzt zurückschicken soll und dann soll ich nochmal auf einen neuen warten oder so. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht so entschieden. Vielleicht behalte ich den einfach auch, weil ich finde den jetzt auch cool. Also der war reduziert, ich glaube, auf 30 Euro. Und ja, werde ich mir nochmal überlegen. Bisschen doof, aber wie gesagt, ich finde den Pulli jetzt auch schön. Und dann habe ich mir noch eine Hose bestellt. Die finde ich richtig cool, auch weil es eben reduziert war. Und zwar ist das so eine Button-Adidas-inspirierte Trainingshose, wollte ich schon sagen. Trainingshose. Und zwar hat die hier halt an der Seite so pink stehen, bis zur Hälfte. Und dann halt hier eben diese Knöpfe, die man aufmachen kann. Also so. Und ja, die ist mega cool. Das einzige Problem, die ist mir viel zu lang. Also wirklich viel zu lang. Also da muss man vielleicht, keine Ahnung, 1,75 sein oder so, dass einem die Hose passt. Ich lasse mir die wahrscheinlich kürzen, weil ich finde sie wirklich super cool. Und wie gesagt, ich würd jetzt nichts davon zurückschicken, weil man den Versand ja bezahlen muss. Und das muss ja nach Amerika geschickt werden. Und deswegen werde ich sie wahrscheinlich behalten. Aber ja, ist halt ein bisschen doof, weil da werde ich dann nochmal bestimmt 20 Euro oder so bezahlen müssen, um die kürzen zu lassen. Aber gut, das ist mir wert, weil sie sieht wirklich sehr cool angezogen aus. Und dann als letztes habe ich mir etwas bestellt, was ich wirklich schon ultra lange von Victoria's Secret haben wollte. Und zwar ist das so ein Satin-Schlafanzug. Als ich in New York war, im Frühling, habe ich mir den schon angeguckt gehabt, aber die kosten halt, ich glaube, 80 Dollar. Oder 70 Dollar. Also sie hat auf jeden Fall, also der Schlafanzug hat auf jeden Fall im Online-Shop 80 Euro gekostet. War dann aber auf 40 Euro oder 42 Euro reduziert. Und zwar ist das halt dieser in diesem typischen Victoria's Secret Rosé mit diesen Streifen und diesen schönen Ärmeln. Und hier steht dann halt so VS drauf. Und ja, die Hose ist auch eigentlich nichts Besonderes, aber er ist halt einfach total schön und ich liebe halt so Satin-Pyjamas und ich wollte unbedingt so einen haben. Und ja, als ich eben gesehen habe, dass der im Sale war, dachte ich mir, ich gönne mir das jetzt mal, weil wirklich, ich gucke mir den schon seit bestimmt 5 Jahren. Jedes Mal, wenn ich in irgendeinem Victoria's Secret bin, stehe ich davor und denke mir so, oh, ich hätte den so gerne, aber der ist so teuer. Und ja, dann habe ich ihn mir jetzt endlich gekauft und ich freue mich mega, ihn jetzt vor allem im Winter endlich anzuziehen. Das war's auch mit dem Haul eigentlich schon. Ich werde jetzt mal ein bisschen so gucken, dass ich mein Zimmer ein bisschen dekoriere mit den Sachen, die ich jetzt gekauft habe und mal schaue, wie das Ganze zusammen aussieht. Vor allem mit diesen Lichtschildern bin ich mega gespannt. Und ich denke mal, wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten Vlogtag oder übermorgen, je nachdem, wann ich es schaffe. Vielleicht auch gleich nochmal, aber wahrscheinlich eher morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag und wir haben gerade kurz vor 8. Wie ihr seht, ich habe mich gerade fertig gemacht, habe schnell meine Haare so ein bisschen gemacht, denn ich habe heute erst um 11 Uhr Uni und Laura und ich wollten vorher
frühstücken gehen und ein paar Bilder vielleicht machen, wenn wir es schaffen, je nachdem. Und ja, ich ziehe mich jetzt mal ganz schön an und dann muss ich jetzt gleich auch los. Ich habe noch 10 Minütchen. Und ja, es ist super schönes Wetter momentan. Man sieht es gerade nicht, die Sonne geht gerade erst auf, deswegen ist es auch so leicht bläulich hier. Aber es soll wieder super warm heute werden. Ich glaube 25 Grad, also gefühlt wieder Sommer. Ich habe leider überhaupt keine Sommersachen mehr. Ich habe alles schon weggepackt. Also ich habe schon meinen Wardrobe Clean-Out gemacht. Deswegen muss ich jetzt mal hier überlegen, was ich anziehe. Wahrscheinlich wird es ein Rock und vielleicht irgendwie eine Bluse oder so dazu. Keine Ahnung. So, wir sind jetzt hier im Park, Bilder machen. Wir suchen nach einer schönen Stelle hier. Wir laufen um 9 Uhr morgens. Ja, wir laufen Richtung Aachener Weiher und suchen nach einem Teil, der herbstlich ist, weil irgendwie ist es hier noch nicht so mega krass herbstlich. Die meisten Bäume sind noch voll grün. Wir laufen jetzt hier gerade durch und gucken mal, wo es gut ist. Und dann, ja, also es ist sehr früh, damit nicht so viele Leute vor der Uni. Ja, hoffentlich wird's gut. Es ist halt auch heute, es ist halt auch total warm. Es ist überhaupt nicht herbstliches Wetter oder so. Es ist einfach viel zu warm eigentlich. Wieder zu Hause. Wundert euch nicht, ich war eben duschen, weil es so heiß heute war, dass ich in der Uni total am Sweaten war und dann wollte ich direkt duschen, als ich nach Hause gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am Hauptbahnhof war eben eine Geiselnahme und deswegen sind keine Bahnen mehr gefahren. Es war ziemlich krass, also der komplette Hauptbahnhof war gesperrt. Und sämtliche Bahnen sind halt eben ausgefallen und unter anderem auch meine. Deswegen musste ich mit der Straßenbahn fahren. Und ja, jedenfalls eigentlich wollte ich noch in Köln bleiben, aber das hat sich dann irgendwie erledigt gehabt. Und dann bin ich direkt nach Hause gefahren. Und ja, da unser WLAN leider seit 2 Tagen kaputt ist, werde ich mich jetzt mal mit meinem Buch, was ich gerade lese, gemütlich machen. Ich habe übrigens meine Kissen hier hingelegt. Sieht mega cool aus. Und ich lese gerade das hier nochmal. Richtig cool. Ich habe die englische Version und es macht richtig Spaß, das zu lesen, auch weil es einfach so ein bisschen Herausforderung ist, im Gegensatz zu deutschen Büchern. Und ja, da muss ich gleich nochmal kurz zu Post und dann mal schauen, was so heute noch passiert. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Ich werde, glaube ich, gleich irgendwann zu meinem Freund fahren und ja, dann eher chillen angesagt.